Nein, ich rede nicht darüber. Ich rede nicht darüber, dass jemand heiraten möchte und die Eltern. Yani, ich sage so, heute, yani, wenn 10 Muslime heiraten, vielleicht 7 davon haben Krieg und 3 sind die Eltern zufrieden. Wallah. Yani, heute. Und teilweise siehst du die Eltern verheiraten ihre Töchter mit Zwang. Heirate den. Und dann ist er mit ihm, macht er seine Papiere. Dann haut er ab. Hinterlässt ein Kind da und trotzdem steht der Vater immer noch quer. Sogar ein Vater jetzt, mit dem ich einen Krieg habe, ich nicht sein Sohn, aber ich bin jetzt mitten auch im Krieg, sagte er zu mir, wenn meine Tochter nicht den heiratet, den sie will, denn ich will, verbiete ich sie das ganze Leben zu heiraten. Ja, subhanallah. Also, es geht darum, was die Eltern gütig, es geht um die Güte, die Eltern gütig zu behandeln. Die Eltern gütig zu behandeln. Wer von euch macht das, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran beschrieben hat. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Halte die Flügel der Barmherzigkeit bei ihnen niedrig. Das heißt, wenn ich, Baba, ich gucke nicht mal in seinem Auge, ins Gesicht. Ich gucke, mein Blick ist auf dem Boden. Nimm seine Hand, küsse seine Hand. Wenn er was braucht, Tayyara, ein Flugzeug, Rakete, ich bringe ihn, mache ihn, tu. Meine Mutter, subhanallah, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Und in Bezug auf jemanden heiraten, die Eltern nicht wollen. Ich finde, man muss immer abwägen. Und ich sage euch, Schwestern und Brüder, wenn ihr euch an die Grenzen Allahs hält, wird kein Problem daraus entstehen. Weißt du warum? Weil das Problem entsteht so, sie hat ihn kennengelernt. Jetzt haben sie so viel Eis zusammengegeben. Und so viel Händchen gehalten. Und so viel, so ist es. Und gechattet, bis die Tastatur am Qualmen ist. Ha? Und dann nach 4 Jahren Liebe, Romeo und Julio sind, und dann kommt sie zu den Eltern, Baba, ich will ihn heiraten. Und der Vater sagt, den will ich nicht. Und der Vater wundert sich, warum will sie den unbedingt? Ha, da sind 4 Jahre, die haben so viel Eis gegessen, dass sie jetzt ausgerutscht sind. Subhanallah. Deshalb, wer die Grenzen Allahs bewahrt von Anfang an, wird kein Problem haben. Von Anfang an, ich habe sie gesehen. Ja, sie gefällt mir. Ich gehe zu den Eltern. Hat nein gesagt, ist kein Problem. Aber wenn ich da 4 Jahre, und die meisten, die heute zu mir kommen und sagen, kannst du nicht mit meinem Vater reden, ein gutes Wort. Ich sage, wie lange kennt ihr euch? Wallahi al-Azim, es kommen 3, 4 Jahre. Es kommen immer 3, 4 Jahre. Teilweise 8 Jahre. Im Haram, Haram, Haram. Und dann kommt die zu den Eltern. Natürlich kann sie nicht mehr sagen. Deshalb siehst du auch, warum manche sich auch scheiden lassen. Weil nachdem sie, als sie den Haram begangen haben vor der Heirat, hat sie schon gemerkt, er hat schlechte Eigenschaften. Aber sie liebt ihn jetzt und kann nicht mal loslassen. Sie heiratet ihn und diese Eigenschaften kommen immer zum Vorschein. Und jetzt ist sie da verheiratet und denkt, ich habe ein Monster geheiratet. So ist das. Deshalb ich sage euch, wer heiraten will, haltet euch eine Grenze. Wallahi al-Azim, sind wenige. Ich habe Schwestern, die ich kenne, wo wir versucht haben zu vermitteln. Nach Koran und Sunna. Die Schwester danach hat sie mir gesagt, jetzt habe ich verstanden, warum Allah subhanahu wa ta'ala bestimmte Grenzen gesetzt hat. Jetzt habe ich erst verstanden. Subhanallah.